Moin Moin, hier ist er wieder, euer Lüttenpiet. Ja, mal wieder auf dem Weg in den Wald. Kleine Tour und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Wald sind. Bis später. So, wir sind mittlerweile im Wald angekommen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier meine große Bottle. Wir haben hier so ein Fischmaul, Spreizer, Aufhaltgedöns, ein bisschen Geseile und ja, ich zeige euch jetzt gleich so Schritt für Schritt, was ich mir da ausgeknobelt habe. Bis gleich. So, als allererstes nehmt ihr euch einen Prusik, baut ihn entweder an eure Ridgeline oder an eine separate Schnur, die ihr hoch genug über eure Feuerstelle anbringt. So, jetzt zum nächsten Schritt. Sekunde. So, als nächsten Schritt habe ich jetzt hier via Palstick eine Strippe hier oben in den Prusik eingehakt. Wie es weitergeht, zeige ich euch jetzt gleich. Sekunde. So, als nächstes habe ich ziemlich nah unter dem Palstick einen einfachen Überhandknoten gemacht. Was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt gleich. Sekunde, ich muss euch mal eben kurz wieder weglegen. So, als erstes nehmt ihr dann euren Potthänger und führt ihn langsam und zärtlich in die Flasche ein. Hier zärtlich gesagt und einführen. Nein, so. Potthänger in der Flasche, beziehungsweise Fischmaulspreizer in der Flasche drin. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr keinen Bock habt, so einen Fischmaulspreizer mit euch rumzuschleppen, könnt ihr natürlich auch ein Stöckchen nehmen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Das zeige ich euch jetzt gleich. So, ihr nehmt jetzt eigentlich quasi das freibaumelnde Ende eurer Strippe, geht oben durch die Öse vom Fischmaulspreizer, geht dann jetzt mit dem Ende, mit dem freien Ende, mit dem da, jetzt gleich durch diese Schlaufe. Ich muss euch dafür mal eben kurz auf Seite legen. Geht sofort weiter. Das Ganze soll dann so aussehen. Ne? Ah. Mit Tada und mit einer Hand filmen. So, wie ich mir das vorstelle, zeige ich euch dann jetzt gleich. So, ich habe die Strippe jetzt mal durch den Knoten gezogen. Wie ihr seht, Flasche hängt dran. Ihr könnt jetzt durch einfaches Lösen könnt ihr hier die Flasche in der Höhe über eurem Feuer justieren. Ne, quasi ein Potthänger rein aus Strippen. Das war mal so meine Idee dazu. Vielleicht wollt ihr selber ausprobieren. Schaut euch das Video an. Wenn es euch gefällt, die Idee, wie gesagt, probiert sie gerne aus, wenn sie euch gefällt. Gerne liken, gerne auch das Video teilen. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, etc. Alles klar, dann ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ciao, ciao. So, und so befestigt ihr das dann alles. Ne, das ist eine einfache Ziehschlaufe hier. Ich nenne das auch immer Fluchtknoten. Ne? Lösen und vergessen. Und ja, wie gesagt, fangen wir nochmal von oben an. Prusik, Strippe mit einem Palstick, dann in der Strippe einen einfachen Überhandknoten, die Strippe durch euren Potthänger, durch euer Fischmaulspreizer durchgezogen, der unten in der Flasche hängt, so mit dem losen Ende hier oben durch den Überhandknoten durch und dann könnt ihr über das lose Ende könnt ihr dann die Höhe eurer Flasche oder eures Topfes nach oben oder nach unten justieren und dann einfach hier mit einem halben Schlag drum fixieren. Gut, dann das war's. Ciao.